das Ecomobil. Motorleistung 90 oder 100 PS. Höchstgeschwindigkeit über 250. Verbrauch 6 bis 7 Liter auf 100 Kilometer. Platz für zwei Personen, hintereinander. Also Leute, die noch nie etwas von diesem Fahrzeug gehört haben, die haben immer die gleiche erste Reaktion, die lautet Wahnsinn! Dabei ist dieses Fahrzeug im Gegensatz zum Wahnsinn Hightech-Motorrad oder Wahnsinn Luxus-Limousine die einzig vernünftige Lösung. Hier werden die Ecomobile hergestellt, in Winterthur in der Schweiz. Konstrukteur und Erfinder Arnold Wagner, ein ehemaliger Swissair-Pilot und Kunstflieger. Früher auch begeisterter Motorradfahrer, bevor es das Eco gab. Dieses Projekt eigentlich als mein Lebenswerk. Und ich gedenke, noch Jahrzehnte damit weiterzuarbeiten. Die Dolomiten. Grandiose Berge als Rahmen für ein Treffen der Ecomobilfahrer. Nigerpass. Da ein Boot zu verbiegen. Streckenstudium, letzte Vorbereitungen. Und dann nur noch die Faszination der Alpen. Ecomobile sind wesentlich sicherer als unverkleidete Motorräder. Durch ihre ausgefeilte Aerodynamik reagieren sie weniger empfindlich auf Seitenwind. Und der lange Radstand verbessert die Fahrstabilität enorm. Motor und Antrieb der Ecos stammen übrigens von BMW, aus dem K100 Motorradprogramm. Das Ecomobil vereint die besten Eigenschaften von Auto und Motorrad. Man braucht keine Lederkleidung, keinen Helm und kann sich doch mit Spaß in die Kurven legen. Für mich ist genau das der Punkt, das Kurvenfahren. Man zischt durch wie ein Vogel oder ein Sportflugzeug. In einem Eco ist dieses Gefühl unbeschreiblich. Also, ich fahre lieber Eco als Porsche oder Ferrari. Bei Flugzeugen ist es eine Selbstverständlichkeit, bei Fahrzeugen noch völlig ungewohnt. Das ausklappbare Fahrwerk. Über einen Schalter am Lenkrad wird es in nur 0,6 Sekunden ein- oder ausgefahren. Ecomobil. Wahnsinn? Oder doch das Fahrzeug der Zukunft?